Was geht ab, Friends? Wir sind wieder zurück mit The Forest. Leider das Haus noch nicht fertig, aber wir haben jetzt auch einfach keinen Bock mehr aufs Haus, sondern Ja. wir machen heute Attacke. Ist nur Mittel zum Zweck hier. Leider können wir nicht schlafen, deswegen geht die Reise jetzt Ja, in der bei uns Nacht geht los. leider gerade erst der Tag los. Genau. Wie man hier sehen kann. Also, warte, ich Und zeige da euch hinten waren schon nochmal. Licht im Hier. Wald. Ich weiß nicht, ob wir jetzt bei Nacht los sollen. Ja, wir können auch noch ein bisschen hier bleiben. Ja, dann ich kümmere mich mal, dass ich meinen Sticks voll habe und alles. Gut, da machen wir Achso, einfach. genau. Du kannst mir den Plan kurz erzählen. Genau, unser Plan ist, wir fallen heute in das Loch rein mit unserem Schildkrötenpanzer. Aus Versehen Hoffen fallen wir da rein. natürlich, dass wir das überleben. Die Gegebenheiten sind eigentlich nicht da. Oh, du kriegst Besuch. Hey, Hören wir wo? mal. Da ist Hier. er. Ja, die Gegebenheiten sind eigentlich nicht gegeben. Perfekter Satz. Normal sollte man das nicht überleben, das ist das, was ich sagen wollte. Wie weit spielt habt ihr ganze Zeit raus? Warte, ich fick den jetzt. Okay, dann machst du es. Ich bin One. Ja, okay. Ah, easy. Sag Noch ich ja, wir nicht. brauchen halt auch noch Rüstung und alles. Ja, jetzt können Schon wir schon. kommen, mit dem können wir Knochen machen. Ja, wir hoffen einfach, dass wir es überleben, in der Hoffnung, dass das Spiel in dem Fall mal wieder nicht ganz so ausgeklügelt ist. Und wenn wir es nicht überleben, haben wir ein kleines Problem, weil dann sind unsere ganzen Sachen in der Höhle drin. Sollen wir einfach alles mitnehmen oder sollen wir hier Sachen lagern? Sollen wir uns kurz einen Schrank Ja, bauen? wir müssen uns schon eine Kiste machen und ein paar Sachen da lassen. Komm, ich baue mal Ich einen meine, wie Schrank. gesagt, meine, wir werden eh nicht speichern, aber. Doch, wenn ich den Schrank baue, dann müsste er eigentlich gehen. Wo ist denn der? Bei Möbel? Keine Ahnung. Reicht da überhaupt ein Schrank oder? Irgendwo gibt es so einen Stau. Wieder vier im Wald, aber die kommen nicht. Hier ist Essen, ne, falls du was brauchst. Ja, geht gerade. Kleiner Schrank, Ich großer lasse dir mal Schrank. eins übrig. Einen großen. Wenn Gut, großer der Schrank. nicht zu teuer ist. 8 Baumstämme, das geht. Wo bauen wir den Boah, so hin? ein Mutant wird mir auch mal wieder gut kommen, ne? Für die Ja, Rüstung. Weil die ist halt da zehnmal so viel wert. werden wir, glaube ich, in Wie der Höhle jetzt, ne? genug finden, muss ich sagen. Ja, aber wir kommen halt nicht mehr raus. Doch, es muss einfach nur positiv bleiben. Also 8 Baumstämme brauchen wir jetzt. Digga, wie viel. Ja, ich habe auch noch so viel Essen, eigentlich müssen wir das alles da reinmachen. Ja, haben wir den Was Bauch ja verloren. leider kaputt geht, aber man lebt ja nur einmal. Oh, Federn, wichtig, wichtig. Ich gehe mal ein bisschen. Also ja, da waren auf jeden Fall welche, aber. Also von mir aus können wir auch versuchen, jetzt in den Wald zu gehen, aber ich weiß halt nicht, wie es ausgeht. Ne, wir müssen. Lass auf jeden Fall mal kurz Bäume fällen. Ich meine, Bäume? Ja, wir brauchen Baumstämme für den Schrank. 8 Stück. So. Okay. Also jeder einen Baum. Neue Pflanze entdeckt, nachdem ich hier zum 10.000. Mal vorbeigelaufen bin an der Stelle. Nice, let's go. Da hat aber ein bisschen die Augen zugehabt. Der blinder Mann Challenge gemacht. Ach, hier sind Beeren jetzt. Oh, die sind nicht so lecker. Nein! Oh Gott! Was? Alles Komplette gut, nichts beim passiert. Häuschen gelandet. Mensch. Mein Dings da hinten ist eine super Sache geworden. Welches? Mein Baumhaus halt. So, ja. Hey, nee, ich finde es auch schön. Einfach, es hat so was Ja. Ruinenmäßiges. Ja. Man kann einfach sagen, ja, Ich hatte hier, mal guck alles fertig, mal. oder das Spiel so, ne, machst du bitte nochmal. Ja, jetzt können wir einfach die Geschichte erzählen. Guck mal, hier haben früher, so haben die Leute früher gewohnt. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen verfallen. Haben wir auch eine Story hier, das ist doch schön. Wenn schon das Spiel keine Story hergibt. Das Spiel hat eine Story, und zwar der Timmy. Ja. Timmy! Dummer. Stopp! Nö. Hä? Okay. So. So, jetzt. Was können wir da drin lagern? Soda nur. Wahrscheinlich gar nicht. Ja, Soda können wir Also da ich drin kann eh lagern. nichts lagern, weil es la ich kann gar Lade. nichts lagern. Hier, das kann ich lagern, guck mal. Ja, ich kann gar nichts lagern. Nice. Hahaha.
Dafür 8 Bombs. Ja, was unnötig. Also, was gibt's denn noch? Knochenlager haben wir ja. Haben wir einen Waffenhalter? Brauchen wir nicht. Brennstoff nehmen wir mit. Stocklager, gut, Stöcke, Steine brauchen wir ein bisschen was. War noch ein Baumstamm übrig? Ich glaube nicht, ne. Felllager? Haben wir Felle? Ich habe ein paar Rehfelle, ja. Komm, dann bauen wir schnell ein Felllager. Ah, ich muss mal wieder eine Trinkflasche machen. Aus irgendeinem, was für ein Leder das war. Ja, der Reh, glaube ich. So, gerne ein paar Sticks mitnehmen, wenn du welche hast. Sticks sind hier überall im Wald. Willst du jetzt das Haus fertig bauen oder dich vorbereiten für unseren für den Krieg? Ja, ich baue das Felllager. Für deswegen, was? Ja, dass die Felle nicht despawnen, wenn wir da unten sterben. Ja, ich mache mir jetzt eh einen Wasserschlauch. Gut, doch nicht. Ja, ich habe noch 2 Felle. 3. Deswegen jetzt was bauen willst. Hallo? Hallo? Kannst du eine Walkie-Talkie wegmachen? Danke. Sorry. Ja, sollen wir es fertig bauen oder nicht? Wie du willst, kannst du machen. Lass uns jetzt einfach unfertig stehen, so wie alles, was wir hier haben. Ich brauch halt unbedingt. Ich. Oh, Federn. Geil. Wir haben nochmal bestimmt wieder einen Hase gefangen. Jawohl. Nee, haben wir nicht. Weiß noch, wie man das aber wieder raus. Oh, gib mir mal nochmal 2 Federn, bitte. Was? 2 Federn. Gleich. Lass mich bitte in Ruhe, ich bin gerade mit meiner Sucht am Kämpfen. Die sind giftig wie Scheiße, glaube ich. Egal. Ui. Und ab. Und ab. Was ab? Muss jetzt wieder gehen, darfst, habe ich gesagt. Okay. So. Dann mache ich mir mal noch. Ach, Junge. Ein paar Pfeilchen. Also, ich habe jetzt 20 Pfeile. Ja, reicht. Ja. Ah, reicht. Attacke, wir finden noch welche da. Wir haben wirklich auch keine Zeit mehr für so viele Fans. Ja, wir finden da ich unten bin halt noch nicht welche. Mal, ich bin halt nicht mal full live, aber scheiß drauf. Ja, wir finden da unten noch welche. Wir finden da unten noch live. Ich glaube, wir finden da unten noch welche. Junge, wir werden eh sterben. Also theoretisch nicht, nein, aber... Junge, sei doch mal positiv. Ja, aber ich hab doch, Junge, ich hab ein Viertel Leben. Hab kein einziges bisschen Rüstung. Ich hab kein... Ich hab ja auch keine Rüstung mehr. Ja, also. Und auch kein Leben mehr. Ui, hier ist ein Natur-Event, komm mal. Ui, guck mal. Oh, man sieht's, sieht man es gar nicht mehr. Nice. Ui, ein Sternenhimmel. Ui. So, kann ich jetzt können wir eigentlich schlafen gehen? Nee, das ist leider erst. Ah, oh, es wird erst Mittag. Morgen. Guck mal, wie die Vögel da angeflogen kommen. Hallo, liebe Vögel. So. Wollen wir Attacke machen? Digga, wir gehen jetzt einfach alles oder nix. Und wenn okay. Alles schief geht, müssen wir uns halt irgendwas runterbauen, dass wir auch wieder hochkommen und uns so Sachen holen. Okay, ich muss noch kurz dann Sämen und Wasserflächen auffüllen. Ja, hast du ein paar Stöcke dabei, wegen Sachen bauen oder ja, was? Ja, alles gerade gut. Gut. Ich muss auch kurz mein Wasser auffüllen. Also ich muss sagen, ein bisschen freue ich mich ja. Ich mich auch. Schön, dass du wieder die Bären schön, ist. Dass mir das Symbol angezeigt wird, aber ich nichts machen kann. Du musst hier hin, weil ich bin. Das ist full. Ja. 100% schmutziges Wasser, so will ich das so sehen. Nice, let's go. Ja, wir sind einfach die Besten. Gut. Wollen wir uns noch ein kleines Feuer machen? Nochmal ein Stückchen trinken. Nochmal ein Stückchen essen. Ach, Digga. Ich hab gerade gehört. Ja, schmeckt halt gar nicht gut. Aber wir müssen noch kurz an. Lass noch kurz ans Lager, dass es nicht weit kommt. Ja. Wir müssen ungefähr noch hier einfach gerade unseren Pfeilvorrat ein wenig aufstocken. Ich meine, wir kommen ja eh wieder geradeaus wieder zurück.
Wie war's denn das Sinn des Wortes? Hier eigentlich querfeldein. Querfeldein, in den Wald hinein. Da gehen die zwei Wanderlein. Rechts abdriften. Und driften rechts. Wir müssen rechts das Flugzeug finden. Ab hinein. Das ist ja hier irgendwo, ne? Und sind auf der Suche nach dem Flugzeug. Ah, ist da ein Lager? Ja, da ist das Campinglager. Digga, ich hab so eine kranke Orientierung. So, und hier war irgendwo einfach so ein riesen Stack-Pfeile versteckt. Ah, den habe ich schon mal mitgenommen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal. Da sind sie, in dem Ding hier. Sind da welche? Ja, ich kann sie wieder mitnehmen, nice. Nice. Sind bestimmt 10 oder 20 Stück. Hier sind auch noch welche. Hier sind in jeder Kiste sind welche. Pfeile sind in jeder Kiste. In diesen roten Kisten, ja. Hier sind auch noch. In jeder. Hä? Ist halt echt in jeder roten Kiste. Aber mir nicht. Oder? Ja, ich kann dir welche geben, wenn du brauchst dann. Ah, doch, sind auch noch. Du hast recht. Lol, what the fuck? Das wusste ich gar nicht. Ich habe letztes Mal vielleicht 20 mitgelaufen. Doch, ich setze dich eine Runde hin. Sieht sich gut? Sieht sehr schön aus, ja. Oh, das Reh muss ich mir eigentlich noch mitnehmen. Stehen bleiben, die Waldpolizei. Da, ei! Junge, ja, das verarscht mich. Was? Du solltest mal kurz stehen, ich denke, ich bin nah genug, dann rennst du wieder weg. Junge, hier gibt es so viele Rehe, wir haben richtig schlecht gebaut, ne? Wir hätten uns echt bis in die Insel angucken sollen. Eventuell. Hä, aber man kann nicht mehr als 30 Pfeile haben, kann das sein? Ich hab mehr. Wie viel hast du? 30. Hä, der Spasti. Ich hab sicher 500 aufgenommen. Ja, sag ich ja, man kann glaube ich nicht mehr als 30 haben. Also, gut. Was sind das hier für Pilze? Die sind glaube ich nicht so gesund. Gut. Aber weißt du, was gesund ist? Was? Ein junges Rehkitz. Guck mal, wie hier im Wald, komm mal her. Warte. Guck mal. Bei mir im Wald hier der Rehkopf einfach chillt. Guck mal, siehst du es auch? Ja. Ah, hier, lol. Okay, komm. Dann machen wir uns noch ein kleines Feuer ab Abgrund und dann. Wo lang überhaupt? Genau. Hier lang, ne? Nee, hier lang. Okay. Oder? Ich bin leider nee, da sind unsere Bäume hier lang ungefähr. Ich bin leider kein Pfadfinder. Ja, nicht unsere Bäume, unsere Schiebedinger. Hallo, Rehchen. Finde ich auch gut, dass sie eine Flagge haben, weil sonst würde ich da auch gar nichts erkennen. Ich habe immer noch ein Viertel Leben. Hast du vielleicht Medizin oder so? Nee. Alkohol? Habe ich alles im Haus gelassen. Ach, Junge. Ja, dass wir das wenigstens noch haben, Digga. Wir müssen ja unsere Sorgen ertränken, wenn wir da ohne nix zurückkommen und wieder im Flugzeug spawnen. Ja, wir kommen ja gar nicht zurück. Willst du nicht mit Sticks hochbauen oder was? Ja, wir sterben da unten. Mit 20 halt. Sticks, die wir haben. Wir müssen ja da unten ein paar Bäume fällen. Ja. Ah, wir finden da schon was. Wo ist denn bist das du sicher, alles? Dass die der Abgrund ist? Ja, hier ist wieder. Oh, Junge, atme nicht so. Ja, aber meiner kann auch. Wieder Asthma. Was ist hier, Junge? Naturevent. So. Ja, dann einfach YOLO, oder? Nee, warte. Ich muss erst noch Feuer machen, ich hab noch ein bisschen Hunger. Hä? Hier ist ein. Wie heißt sie, die auf dem Baum chillen? Nee, wie heißen die? Affe. Nein. Ein Eichhörnchen. Ach so, süß. Lol, lecker. Neues Tier entdeckt. Hier schaust du dir an, du hast ein neues Tier entdeckt. Oh, ich glaube, da ist gar nichts mehr übrig geblieben. Das Tier ist gar kein Eichhörnchen mehr. Ja, nice. Oh, was ist denn hier für eine Party? Ui. Strich durch die Rechnung, Alter. Ich google mal kurz, wie man runterspringen kann. Nein, wir machen das jetzt einfach. Scheiß drauf. Okay, gut. Wir ziehen jetzt durch, Junge. Was man kann aber eigentlich keinen Schaden bekommen, nee. Was denn das hier wir für eine Einstellung? Wir müssen nur schauen, dass wir nicht
Ich nehme schon mal den Schildkrötenplatz an dir. Wir müssen nur schauen, dass wir nicht, verkacken. Dass, nee, dass wir nicht jetzt direkt in 5 Mutanten reinspringen. Achso, weil dann ja. Ist scheiße. Vorsicht bitte, nimm den Schildkrötenplatz an die Hand, bitte. Dass du einfach rechtsklick machen kannst, falls du abrutschst. Ich will nicht wissen, was das Game. Ach du Kacke, Junge. Okay, sollen wir loslegen? Dem ist ja nichts. Warte, wo bist du? Okay, auf 3. 1, los. 1, 2, 3. Ah! Der oh nimmt die nicht in die Hand! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Linksklick. Oh, man kriegt Schaden. Ich glaube, man kriegt Schaden. Ja, man kriegt Schaden. Man kriegt Schaden. Ja. Nein, ich leb! Nee, ich bin Lebe ich? Ich bin auch genockt. Nein, ich leb. Ja? Ich leb. Oh, bitte hol mich hoch. Wo bist du, Spast? Was machst du da oben? Ich hab keine Ahnung. Du bist so dumm. Warum hast du. Du hast nicht Linksklick gemacht, ne? Doch. Nein, niemals. Doch, ich hab Linksklick gemacht. Ich hatte noch weniger Leben als du. Digga, ich hab doch Linksklick. Die Mutanten. Ja, kannst du mich holen? Ich hör den Fahrzeug. Ach du Scheiße, das sind 3. Ich bin so tot. Ich seh nur wieder unten, der lang läuft. Wie soll ich jetzt zu dir kommen? Warte, ich. Egal. Ich hol mir schnell eine Schildkröte und dann komm ich wieder. Digga, wenn die mich hier entdecken, bin ich so tot. Soll ich ganz zu dir runterspringen und du hebst mich hoch? Weil ich mit Full Life schaffst du auf jeden Fall. Ich hatte ja noch weniger Leben als du, keine Ahnung, nur gestorben bist. Ja, warte, ich regeneriere jetzt einfach. Ich hab hier ein bisschen. Wo gibt's denn Schildkröten? Weißt du es gerade im Kopf? Nee. Warte, ich überleg grad. Wo gibt's Schildkröten? Egal, ich komm jetzt so. Ich habe ja nichts zu verlieren, ich habe ja eh nichts gerade. Ja gut, stimmt. Soll ich nur versuchen auf den Vorsprung zu springen, wo ich war, dann habe ich ja meine Sachen wieder, habe ich auch den Panzer. Du kannst ganz runterspringen, dann bist du ja genockt. Spring genau zu mir. Hier ist so eine Kugel, da bist du erst safe. Das Problem ist nur, meine Sachen liegen ja auf diesem Vorsprung. Ja, die müssen wir halt später holen. Ja, wie soll ich da später wieder hinkommen? Abgesehen, werden sie dir überhaupt noch angezeigt? Oh nee, wenn die jetzt weg sind. Ich sehe sie gerade nicht, nee. Also ich sehe meinen Totenkopf. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir hinkommen sollen. Ich weiß ja nicht, ob du die spawnen nochmal zu. Komm direkt bei mir. Du springst sonst in den Mutanten rein, dann kann ich dir nicht helfen. Weil das ich rutsche einfach direkt über dir runter, okay? Ja, direkt. Ich kann leider nicht runtersehen. Und bitte bleib aber nicht hängen. Warum kann man nicht krabbeln? Spring an der. Bist schon wieder tot? Ja, ne? Ich kann gerade gar nichts machen. Ich versuche herauszufinden, wo man wenigstens hängen bleiben kann. Eher auf der anderen Seite, also weiter links. Hey Junge, was ist das denn? Egal, ich mache jetzt Kamikaze. Nee, okay, ohne Leben ist das auch scheiße, ne? Aber jetzt wird ja der alte Totenkopf nicht mehr angezeigt, ne? Ach nein. Oder? Ich weiß nicht, ich frag. Ja. Ey, jetzt ist aber auch kein Essen mehr im Flugzeug. Es ist gar nichts mehr im Flugzeug. Stier. Hast du wirklich gelinksklickt oder hast du rechtsklick gemacht? Ich hab linksklick gemacht. Also saßt du auf dem Ding drauf? Ja. Digga, ich hab nicht mal Ausdauer, um zum Loch zu rennen. Hey, die Mutanten sind weg. Finde deine Leiche, um Gegenstände aus deinem Rucksack wieder aufzusammeln. Ja, lustig, Digga. Ah, ich habe 2 Totenköpfe, oder? Ich weiß nicht. Die sind, glaube ich, direkt übereinander. Ja, es sind 2. Sie sind überall Kisten, aber in keiner ist was drin. Okay. Oh, nee. Tot? Wir sind Ureinwohner und ich habe gar nichts. Ich habe nicht mal eine Axt. Okay, warte. Spring viel weiter, bisschen weiter links. Ich sag dir, wann du richtig stehst. Weiter links. Okay. Bisschen weiter. Da kannst du versuchen. Hier? Ja. Soll ich mit Anlauf probieren? Ja, mach. Einfach komplett reinjieten. Ah, ich hab keine Ausdauer. Okay, dann wenn du kannst, Gott gesagt. Ja! Reicht das? Okay, jetzt nochmal runterrutschen. Dann bist du tot. Ich sterb auch direkt, ich bin nicht mal mehr genockt.
glaube, du. Ja, scheiße. Ah, doch, Mann. Doch, du kannst dich holen, wenn du hochkommst irgendwie. Wie soll ich denn die hochkommen? Komplett. Warte. Niemals. Kann man die hoch? Kannst du dir was bauen, was Kleines, wo du hochkommst? Nee. Das Problem ist jetzt. Warte, ich schau ganz kurz. Stempelstock, Hasenfeld, Stiefel, kleine Stempel. Du brauchst einen Schildkrötenpanzer. Sonst rutschst du nicht, sonst bleibst du überall hängen. Mit dem Schildkrötenpanzer rutschst du halt wie, ne? Das ist ja wie so ein Schlitten, der Schildkrötenpanzer. Ja, das Problem ist halt, ich habe im Flugzeug jetzt keine Axt mehr. Hä? Also hast du gar nichts? Ja. Dann kannst du die Schildkröte nicht mal töten. Ja. Ich kann auch nicht mal einen Baum jetzt schlagen. Warte, wie ging das? Warte, Stick. Warte. Handgemachte Axt, du brauchst ein Seil, das gibt's in dem kleinen Dorf. Du brauchst Steine und einen Stick. Oh ja, warte, ich kann mit Steinsticks kaputt machen. Genau, dann brauchst du Sticks. Irgendwie sind die Mutanten weg, das ist schon mal gut. Digga, was ist das denn jetzt? Und hier ist die Höhle. Also das wäre richtig. Ganz kurz, ich bin gleich tot. Warum? Ah ne, die Mutanten sind noch da. Die sind Ureinwohner. Und ich kann nicht rennen, was ist das für eine Scheiße? Und ich weiß gar nicht, welches Haus das richtige ist. Junge, Junge, was ist das für Gameplay hier? Okay, hier kann ich wenigstens ein bisschen was essen. Ich bin wieder da, wo die Bären sind. Ey, Junge, das ist jetzt nicht wahr, Mann. Ey, Junge, ich hab den Mutanten im Wasser gekillt. Jetzt kann ich hier nicht halten. Ah, doch, kann ich. Oh. Bei mir sind zwei Ureinwohner, Digga, die mit dieser Keule. Warte, die kommen ja nicht ins Wasser, ne? Ne. Aber ich kann im Wasser auch nicht bauen. Ey, Junge, was ist denn, was ist das für ein Scheiß-Game? Ich überlege, also... Du brauchst eine Axt. Und dann musst du. Soll ich die mit Stöcken angreifen? Nein, du musst. Du brauchst. Ja, ich brauch Seil. Seile sind in diesem Dorf mit den drei Häusern. Weißt du, was ich meine? Ja, ich komme da gerade nicht hin. So. Okay, jetzt vielleicht. Ja, ich brauch ein paar Bären, Junge. Sonst habe ich keine Ausdauer. Egal, was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Oh ja, da ist Seil. Richtig. Mit der handgemachten Axt geht's jetzt ab. Boah, Junge, die Axt ist. Hier ist auf jeden Fall gleich alles safe. Die Axt ist so langsam, ne? Ja, die Axt ist scheiße, die Axt ist sehr scheiße. Also im Flugzeug ist 0, nichts mehr. Ne, gar nichts. Oh, ein Rotz. Digga, ich habe auch keine Ausdauer. Ich muss jetzt irgendwie hoffen, dass mir irgendein Vogel für die Axt fliegt. Digga, kann man bitte einen Vogel hierher fliegen? Ich denke halt, die Mutanten, die respawnen auch wieder, also. Nee, nicht wenn du da bist, denke ich. Bitte? Ich denke nicht, wenn du da bist. Ja, über Nacht. Kann schon gut sein. Wie weit waren denn die Container? Die Container waren nicht so weit. Das sieht man eigentlich schon, wenn man auf dem Berg steht beim Haus. Ah ja, ich sehe sie. Da sind ein paar so mal rumgekrabbelt. Siehst du da welche? Gerade nicht, aber ich will nicht. Doch, die respawnen hier unten. Das ist Stier. Ich komme gleich mit meiner handgemachten Axt da runter. Ja, ist doch egal. Du musst ja nur runterkommen.
kann dir auch dann eine Machete und alles droppen. Musst halt nur hier runterschaffen. Du brauchst nur ein Schildkrötenpanzer und, keine Ahnung, Stamina zum Springen. Ich sehe noch keine Panzer gerade. Und guck bitte wieder, dass du... und guck bitte, dass du direkt in mich reinspringst, weil sonst springst du gleich in die vier Uneinwohner, die gespawnt sind. Ja, hier sind keine Schildkröten. Oh. Also ich gehe auf die eine Insel rüber. Ja, die pennen hier im Schlafen wie Pferde, Alter. Nice. Sorry. So wie Leute, weil leider kein GTA. Digga, warum sind hier keine Schildkröten? Die haben die rausgepatcht. Ey, Junge. Ich bin jetzt auf der zweiten Insel. Ich glaube, hier gibt es jetzt welche. Bitte? Ich bin jetzt auf der zweiten Insel. Gibt es welche oder nicht? Ich sehe bisher noch keine. Ich kann also gerade gar nichts machen. Dunkel. Ich hab. Nee, bei mir noch nicht. Ich hab halt. Weder Stamina, noch Essen, noch Schildkrötenpanzer, noch Waffen. Ich habe gerade gar nichts. Wie gesagt, du brauchst nur einen Schildkrötenpanzer. Essen kann ich dir alles geben. Ja, also nicht alles, aber ein bisschen was auf jeden Fall. Ey, was ist das wieder für ein Scheiß, Mann? Schildkröten, hallo. Bei mir ist jetzt komplett dunkel, ne? Bei mir wird's gerade dunkel. Also falls es jetzt wirklich dunkel wird, schwimme ich einfach rüber zu der anderen Insel. Ja, also ich verreck halt auch einfach nur hier dann hier unten. Ja, ich kann halt gerade nichts machen. Oder du gehst kurz raus vom Server. Ja, okay, ich schwimme rüber zur Insel. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach kurz eine neue Folge und dann... Ey, ich sehe leider gar nichts, wo ich bin. Müsste bei der Insel sein. Und dann ist bei der Frier. Aber wäre jetzt natürlich auch nicht so schlimm. Ich sehe nur Wellen, ich sehe gar nichts mehr. Ich wette, wenn ich jetzt bei dir wäre, würde ich direkt die Schildkröte finden. Ja, kann ich doch nichts dafür, wenn die Karten nicht spawnen bei mir. Ja, ich mach jetzt meine Folge Schluss, weil das ist ja absolut unnötig. Ja, mach Folgeende. Gut. Also Leute, wir finden mal zusammen und Ey Digga, soll ich jetzt einfach sterben hier im Wasser? Ich hab echt keinen Bock mehr. Ja, dann sterb, hä? Ich weiß gar nicht, warum du jetzt als ob du jetzt da rüber schwimmst zu den Inseln. Hä? Hier ist irgendwas im Wasser. Aber ich sehe nicht was. So Leute, lässt du da noch weiterlaufen oder? Was ist denn das? Ja, ich sterbe jetzt im Wasser. Also Leute, das war's von der Folge. Richtig. Wir finden uns zusammen und dann geht's gleich weiter. Ich habe gar keinen Bock mehr. Scheiß Game, ich würde sagen, das war's auch mit The Forest. Wir spielen jetzt einfach was anderes. Und ja, mach's gut. Klar, dass das nach hinten losgeht.